Okay, was ja viele von euch vielleicht nicht wissen, ich verdiene mir gerne so ein bisschen Geld auf Madeira dazu. An der Stelle erstmal willkommen zu diesem wunderschönen neuen Vlog. Es ist 8.39 Uhr, es ist eine todesfrühe Zeit. Gerade für diese Person, die ich jetzt treffe, ich treffe mich jetzt gleich mit dem Rentner Simon W. Ich mache so ein bisschen Alpenfahrten für den, bringe den dahin, wo er quasi Hilfe braucht. Wir fahren mit ihm zum Arzt und sowas, wechseln die Windeln. All das, Steuern und sowas mache ich für ihn nicht, die zahlt man hier auf der Insel ja nicht. Und wir haben ein geheimes Projekt, der Herr W. möchte mir da gleich etwas zeigen. Ja, da hole ich ihn jetzt mal gleich ab, hoffen wir, dass er schon wach ist und schauen uns das mal gemeinsam an. Es ist absolut ekelhafter Stau, ja, das ist natürlich klar. Also de facto steht das Auto. Ich bin mal gespannt. Der Herr W., wie gesagt, müsste jetzt jeden Moment hoffentlich dann auch aufstehen. Es ist nicht seine übliche Zeit. Normalerweise spielt Herr W. bis nachts um 3, 4 Uhr Computerspiele. Das ist, wie gesagt, ein Rentner. Immobilien und sowas macht er, vielleicht kennt ihr ihn sogar. Und ist dann meistens jetzt relativ spät, gegen 12 oder sowas wach. Aber heute hat er eine Ausnahme gemacht und möchte mir was zeigen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was über Herr W.'s Vergangenheit. Schauen wir mal rein. Wir sind auf jeden Fall soweit durch. Wie gesagt, das ist eine geheime Aktion, die sicherlich bei Simon noch irgendwann zu Gespräch kommt. Reden wir nicht drüber. Wir sind jetzt an einem geisteskranken Aussichtspunkt, der... Ey, was? Junge! Okay, pass auf, ich drehe jetzt langsam mal die Kamera. Ihr werdet nicht klarkommen. Ihr werdet einfach nicht klarkommen. Checkt es aus. Kann man in der Kamera gleich so wahrnehmen. Nee, das ist verrückt. Also nochmal, man sieht in der Kamera nicht mal ansatzweise. Du musst richtig hochhalten, damit du auch siehst. Runtergehen. Krank, oder? Ey, ist doch crazy. Und da oben die Wolken, wie die über die Berge brechen. Schau dir das. Junge, Junge. Geil, oder? Ey, das ist no joke. Richtig, richtig krass. Geil. Und hier willst du heute eine Achterbahn hinbauen? Genau. Ja? Und eine Wasserrutsche. Eine Wasserrutsche. Und die geht dann hier. So, wie sind wir jetzt hier? Ich wollte dir mein Haus zeigen. Das ist ja komplett abgeschieden. Was hast du denn jetzt hier vor? Mach die Kamera auch. Nee, ich mach die Kamera. Zieh deine Hose. Komm. Okay, Leute, pass auf, ich hab's geschafft. Ich bin vor Simon im Wald weggelaufen. Ich bin jetzt wieder zurück in der Villa, es ist alles gut. Tobi, kannst du kurz die Kamera nehmen? Also, Elif, ganz kurz erstmal an dich. Guckt, ihre Nase ist ganz blau. Aber ich bin ja nicht so, guck. Das muss ich jetzt filmen, weil man filmt ja gute Taten. Man sagt immer, filme gute Taten und rede darüber, ne? Ja. Deshalb, Elif, du hast zwar nicht gewonnen, aber ich würde dir 10% des Preises würde ich dir geben. Nein, Spaß, hier, komm. Für die Schmerzen. Ich habe von Simon eben 105 Euro bekommen. Für die Motivation, die sie mir reingelegt hat, sie hat gewonnen. Du hast verloren. Elif hat gerade die 5 Euro bekommen. Du hast gestern das Wettrennen verloren. Weil sie ist nämlich gegen die Tür gelaufen. Ich hab mich noch 2 Stunden versteckt. Ja, Mo war den ganzen Abend weg, sau dumm. Ey, ganz kurzes Ding. Erstmal richtig chilliges Projekt, was Simon da oben hat. Wie gesagt, der wird euch dazu sicherlich noch mehr erzählen. Jetzt eine ganz wichtige Sache. Wir machen heute Abend einen kleinen, geilen Stream. Und zwar einen Hot-Up-Stream. Wir fahren gleich in die Stadt und holen uns ein paar Sachen dafür, einen Floaty. Also, da gibt's auch später noch ein paar Ausschnitte von hier in diesem Vlog zu sehen. Wird sehr, sehr wild. Ich werde mich richtig schön in Schale werfen. Meine Nippel werden natürlich bedeckt sein. Ganz klares Ding. Und wir chillen jetzt noch ein bisschen am Pool, machen hier mal ganz ruhig, ne? Ich hatte gerade noch einen kleinen Business Call und ja! Was? Warum schüttelst du deinen Kopf? Warum Tobi? Du kannst dich entscheiden. Entweder du läufst gegen die. Ich helfe dir nicht. Was? Okay, Freunde, wir machen jetzt eine fette Pool-Aerobic-Session. Wir gucken mal, ob alle fit sind. Hey guys, it's Aerobic Time! Go in the line! We walk! Yes! Push your hands up! Another one! Okay guys! Weiß nicht, ob du trainiert dafür bist! Kannst du im Takt klatschen, das macht's einfacher! Danke! And now, ja. We run so fast! Willkommen im Aufzug. Ich schwöre, ich glaube, die Zeit, wo ich nichts hören konnte, Tobi, war so angenehm, weil wirklich jeder schreckliche Song, den du angestimmt hast, für mich einfach nur... Villager, was sagst du dazu? Hey, willst du das? Ja. Willst du das? Nasenbär. Farid. Spaß hier. Geht's gut, oder? Ja, mir geht's gut. Das Wichtige ist halt, dass Elif wirklich jetzt wieder fit ist, ja, und wir heute Abend die nächste Runde drehen. Wir machen auch alle Türen einfach auf, dann passiert nichts mehr. Sollen wir... Ey... Ich weiß gar nicht, wieso ich gerade vlogge. Wir sind gerade essen, das wollte ich euch erzählen eigentlich. Ich habe Alzheimer. Wir sind gerade beim geilsten Laden für Hamburger. Hamburger. Und Tobi hat sich die Challenge vorgenommen.
Hey, hier gibt's eine Challenge, Man vs. Food. Nein, also 12,50 Euro. Ich hab mir den Special One bestellt. Ich hab nicht die Challenge bestellt. Ich hab die Challenge akzeptiert und zwar. Ich hab für 96 einen Burger genommen. 1 gegen 1 kämpfen und der Koch hat ein Messer. Hier steht, das steht hier nicht. Habt ihr schon mal Burger gegessen? Aber mal unter uns, jetzt jeder mal eine Meinung. Eine 1. Hast du schon mal? Interview. Pommes tauchen lassen. So einen wilden vegetarischen Burger hier, der ist so geil. Pommes der Sprung. Ist so lecker, das ist das leckerste Essen. Da ist Fleisch drauf. Wir haben alle richtig geiles Essen. Pommes Sprung. Alle können daran partizipieren und alle haben. Oh, oh, bist du ein. Ach, du sitzt unterm Tisch. Digga, hast du mich erschrocken? Junge. Hast du nicht bemerkt, ne? Digga, wo warst du? Hinter dir. Bro, die Leute auf Madeira, das war die langsamste Kasse. Ich arbeite, ich bin Tobi. Alter, Canyon-Mann, so und Five. Verpfiff. Was ist das für ein Laden, Alter? Was ist denn, guck mal, Digga, niemand spielt dieses Spiel. Was ist denn? Wir sind daran so unnatürlich. Auch Jungs können sowas tragen. Ich werde lieber von zwei Frauen ausgezogen. Ich habe gerade schon gesagt, Jody, wir haben uns lange nicht mehr so angefasst. Das ist so komisch. Bin. Nervös, aber lecker. Bis jetzt, ne? So. Nee. So, das ist doch die Nee. Das ist, glaube ich, eine schwere Behinderung, die ich hier gerade gebe. Also, ja, nee. Fucking good, man. Ey, guck mal, sowas kann man doch als Mann auch anziehen, oder? Warum? Aber wenn man auf Twitch steht, muss man den Hintern bedecken. Hör auf zu filmen jetzt, Mann! Oh Gott, lass es doch! Doch, wenn ich im Pool bin, klar! Nein! Oh Gott, ach du! Digga, ist jetzt schwierig, weil wir den Chat da nicht hinmachen können, ne? Dreh dich mal um. Oh nein, bitte nicht. Kannst du bitte gehen? Kann ich bitte meine Sonnenbrille mal haben? Was? Was? Digga, Real Talk, als würdest du Onlyfans haben. Als hättest du gerade Onlyfans. Ich hab einen Onlyfans. Das sieht aus, als wie so eine richtige. Das kennt keiner. Als würden wir nach dem Stream nochmal richtig durchhämmern. So sieht es aus. Ja. Na? Hallo? Mensch, ey, schön, dass wir es geschafft haben heute, ne? Schön, dass wir es geschafft haben zum Hotdog-Stream, Leute, ehrlich, Mann. Akani, geh bitte aus dem Bild, ja? Ghetto Jakob, danke schön für 10 Gifte, ich schreibe dich auf den Floaty, danke. Oh mein Gott, Ghetto Jakob, so ein Ehrenmann, du bist richtig süß, Mann, du bist richtig süß. Jakob. Oh mein Gott, ey, hier steht dein Name, schau mal. Oh mein Gott, Star Wars 01, danke schön für 10 Gifte, Zaps, wie lieb. Star Wars 01. Hier steht dein Name, Bay. Das ist nur für dich. Danke. Guckst du auch gerne Star Wars? Ich liebe es, Star Wars. Ich bin richtig nerdy. Oh mein Gott, Sailplay. Dankeschön für die 100 Euro. Können wir einen Clap haben an Sailplay? Tobi, kommst du in den Pool? Oh mein Gott, wir haben einen zweiten. Vielen Dank an Sailplay. Revis Mutter. Sebastian, ist das mein Bikini? Mama, lass es. Vielen Dank, Sven. Dankeschön für die 100 Euro. Ey, bring mal noch zwei Bier mit. Oh mein Gott, da kommt der zweite Streamer. Willst du dich mit draufsetzen? Darf ich hier drauf? Ja. Oh mein Gott, Leute, sind wir zu zweit. Wie lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Du bist so ein crazy Girl. Du bist so crazy. Nicht spritzen! Achtung, es muss blocken. 1, 2, 3. Oh, geil. Und jetzt du. Oh mein Gott, cheers. Oh mein Gott, ein Ring. Cheers. Hi, nein, lass es doch jetzt. Digga, mein Papa wird mich hassen. Oh mein Gott, Gigan, Alter, danke schön für 100 Giftezaft. Gigan, vielen, vielen Dank. Wow, das sind 500 Euro. Oh, Baby. Warte ganz kurz. Mach meine Brust trocken. Gigan, danke schön. Vielen, vielen Dank für deine 100. Mit 2G? Natürlich mit 2G. What the f***? AMD, man kennt ihn doch. Gigan, so ein Ehrenmann. Dankeschön für deine 500 Euro in Form von Subs. 100 Giftezaft. What the f***, Gigan, danke schön. Sieht man das? Sieht man es, Julius? Sehr gut. Okay, Tobi, ganz kurz. Ich zieh mich ganz kurz um. Ich zieh mein neues Auto. Ich muss auch raus. Mach ganz kurz 2 Minuten. Ich bin sofort fertig. Das ist unangenehm. Ich kann das nicht.